Zwergenbogen. So, Seelenstein auswählen habe ich. Und herstellen. Ja. Okay, das klappt, das klappt. Dann werden wir jetzt verzaubern. Wo haben wir es denn? Irgendwo hatten wir doch Magika-Resistenz. Aber wahrscheinlich geht das nur mit einer größeren gefüllten Seele. Wenn ihr übrigens einen Tipp habt, wo man viele, viele Seelensteine finden kann, dann schreibt das mal in die Kommentare oder, ich weiß ja nicht, dieser schwarze Seelenstein, ne? Den kann man ja immer wieder füllen mit einer starken Seele, auch so von Humanoiden und sowas. Und würde mich mal interessieren, ob man den immer wieder aufladen kann. Ja, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Das würde ich schon ziemlich hilfreich finden. Weil dann besorgen wir uns nämlich nächstes Mal dann den schwarzen Seelenstein. Und ja, dann experimentieren wir damit ein bisschen rum. Auch habe ich jetzt gelesen von Kommentaren von Ungezogenen, dass man auch diesen Zauber Seelenfalle auf eine Waffe bringen kann. Jetzt ist halt nur die Frage, wo kriege ich denn die Verzauberung dafür her, beziehungsweise was muss ich dafür machen? Im Moment bin ich jetzt hier gerade auf der Suche nach unserer nächsten Aufgabe. Hier haben wir immer noch die Hexen. Da muss ich wahrscheinlich erstmal Feuerresistenz oder sowas auf einer Rüstung haben. Ist wahrscheinlich nicht so verkehrt. Hier drüben ist der Schrein von Azura. Ich glaube, hier ist das mit dem schwarzen Seelenstein. Hier drüben ist der Drache. Und wir gehen jetzt einfach mal nach Rurikstadt. Obwohl, wir müssen ja auch noch hier die Bärenpilze besorgen. Wo sind denn hier die Bärenpilze? Die waren doch da auch irgendwo. Das machen wir jetzt. Nur mal so ganz schnell und so. Hoffe ich. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Okay, so. Ich muss immer noch den Bogen, den neuen, jetzt als Favoriten hinzufügen. Das hier weg. Und das andere hier hinzu. So, und die machen beide 15 extra Schaden. Und der eine macht 18, der hier macht 24. Das heißt, er macht im Prinzip mehr Schaden. Okay. Gut. Dann machen wir hier mal eine 1 davor. Passt. So, sind wir immer besser hier mit Zwergenrüstung ausgestattet. Wo kommen diese Vampire her? Ich weiß es nicht. Ausrotten? Ja, ausrotten kommt später eben an. Wir müssen in die andere Richtung. Sie noch mehr Unheil anrichten? Ja, ja, später. Nur mal locker bleiben hier. So, ich meine, da drüben gab es irgendwo eine Bärenhöhle. Ja, ja, du mich auch mit Süßholzgeraspel. Die Frage ist, war hier das mit der Höhle? Hier ist so ein Höhlensymbol. Vielleicht ist hier auch diese sogenannte Bärenhöhle. Ich weiß, ich bin hier mal so vorbeigelaufen. Jetzt nicht im Let's Play, glaube ich, aber halt so generell schon mal. Ja, da sind auch Bären. Ich habe ein blauleuchtendes Schwert. Wuhu. So. So, zack. Und jetzt, warte mal, warte mal. Ah, shit. Das war der falsche Dingens. Ey, was soll denn das? Ich wollte jetzt hier so Seele einfangen und sowas. Das hat jetzt mal nicht funktioniert. Oh, Bärenklauen. Warte mal, das können wir mitnehmen. Dann, wo haben wir es denn? Seelenfall ist auf der 7. Okay. Okay. Können wir hier reingehen und vielleicht ein paar Bären töten? Mal gucken. Ja, da ist ein Bär. So. Zack. Und hier nochmal. Zack. Ach so, zu wenig Magie. Warte. So. Den hier tothauen. Genau. Und Seele gefangen. Wuhu. Okay. Falsche Taste. Shit. 7. Egal. So, drauf da. Und
Und nochmal eine Seele gefangen. Ich komme da im Moment immer so durcheinander, weil hier ständig die Tastenkombinationen für die Zauber ständig tauschen. Und das kriege ich noch irgendwie hin. Goldener Ring, ja, 75 Form nicht. Eisenstreitaxe, nein, nein, nein. Okay. Haben wir noch ein paar 300 Bären. Was haben wir denn hier? Ein Glühwürmchen. Interessant. Ein Loch. Der Loch auf Doom. Ansonsten ist hier nichts weiter. Hier ist ein Bandit. Verschlossener Raum. Können wir mal mitnehmen und gleich lesen. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Pfeile. Passt. So. Bücher. Der verschlossene Raum. Schloss knacken. Wuhu, das hat sich ja schon fast gelohnt. So, die Truhe hier öffnen. Ist aber auch nichts Tolles drin. Schade. Ich glaube, die haben wir auch schon gelootet gehabt, ne? Egal. Das wird schon. Oh, warte mal. Ich geh mal hier kurz in Ranzoom-Modus. Ah. Okay. Okay. Das heißt, so würde ich das dann auseinanderhalten können. Und würde mich dann halt in dem Moment allerdings ein bisschen verwirren, dass ich dann halt die linke Maustaste mit der rechten Hand bediene und umgekehrt. Na, aber damit sollte man sich noch abfinden können. Na, also bei Waffen finde ich das okay, wenn man da mit der linken Maustaste drückt und man macht dann halt auch Spinner. Das mit der linken, rechten Hand zuschlagen, aber bei Zauber finde ich das irgendwie verwirrend. Naja, so bin ich halt. So, weiter geht's. Wir sind hier auf Bärenjagd. Wuhu. Ich weiß nur nicht, ob es hier noch viele Bären gibt. Aber wir werden es herausfinden. Wo sind wir denn eigentlich gerade so auf der Karte? Oh, ist die richtige Richtung. Einfach mal weiter gucken hier. Wir werden schon noch ein paar Bären finden, hoffe ich. Hier ist auch wieder so ein Hütchen. Können wir das mitnehmen? Ja, nicht, dass wir hier dafür angemacht werden, weil wir Pflanzen geklaut haben und sowas. Was haben wir denn hier? Blasenpilz? Ja, mitnehmen. Alles, was hier nicht nied- und nagelfest ist, wird einfach mal mitgenommen. Hier kriegen wir nichts dafür, wenn wir es lesen. Dann lassen wir es gleich. Was haben wir hier noch so Schönes? Ein Krug. Ganz nix. Da oben haben wir noch Wundertrunk des Ritters. Nehmen wir mal mit. Wofür auch immer. Karotten, Äpfel, Schmetterlinge im Glas. WTF. Nehme ich mal mit. Wofür auch immer. Kann man vielleicht irgendwen in die Flucht schlagen oder so. Keine Ahnung. Und dann gucke ich mal kurz, was ich denn jetzt alles für tolle Sachen in Alchemie jetzt herstellen kann. Ob ich da jetzt einen Heilungstrank endlich herstellen kann? Wahrscheinlich nicht. Ich muss mir mal durchlesen. Ich habe es immer noch nicht getan, was ich alles brauche, damit ich Heiltränke herstellen kann. Das wäre wirklich extrem praktisch. Vielleicht, wenn ihr es rein zufällig wissen solltet, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Das bei Kommentare lese ich ja wahrscheinlich eher als so etwas. Okay. Ah, shit. Warte mal, warte mal. Oh, ich wollte die Seele fangen. Na, egal. Ich habe wahrscheinlich eh nicht mehr so viele Seelen frei, Seelensteine, dass sich das eh nicht lohnen würde. Aber was soll's. Die Rüstung schimmert hier so rot. Ach, da ist Blut da drauf. Okay. Hallöchen, kleiner Hirsch. Oder was bist du? Eine Ziege. Sorry. Sorry, dass ich dich verwechselt habe. Wo kommen wir denn hier hin, wenn wir hier lang gehen? Ach. Okay. Nee, da wollen wir nicht wieder hin. Gehen jetzt in die andere Richtung hier. Nein, ich wollte gerade sprinten. Das macht er jetzt gerade mal nicht. Okay, warum auch immer. Shift ist das ja gerade nicht. Ach ja, das war alt. Oh, ich manchmal auch mein Steuerungsgedächtnis. Aber ich finde das sowieso ein bisschen merkwürdig. Ich weiß, ich könnte es mir umtauschen, aber trotzdem ist es merkwürdig, dass ich hier renne mit der Alt-Taste. Und sonst ist so grundsätzlich immer in irgendwelchen RPGs, Shooter oder sonstiges, renne mit Shift. Hier mit Alt.
Ich werde mich daran wahrscheinlich nie gewöhnen, bis zum Ende des Let's Plays. Egal. Wir schaffen das. Früher oder später haben wir es drauf. Ich finde es übrigens hübsch hier mit dem Himmel und sowas, aber das habe ich ja schon mal erzählt. Okay. Da ist wieder das Militärlager. Ne, da wollen wir auch nicht hin. Na, Hallöchen. Was bist du denn für einer? Die Armee ist immer auf der Nehmt euch vor Sturmmantelspionen in Acht. Jaja, du bist ein anderer Spion. Was soll ich denn dazu sagen? Ich habe gerade auch keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich bin eigentlich nur auf der Suche nach ein paar Bären. Aber ich glaube, ich werde nur den Tod finden. Ein Bär. So. Und drauf da. So, zack. Nein! Ich wollte noch kurz vorher abspeichern. Verdammte Scheiße. Ach ja. Egal. Weißt du, ich wollte so in dem Moment abspeichern, wo ich dann gesehen habe, oh, Bär. Und dann dachte ich mir so, ja, Seelen fangen. Und dann dachte ich mir so, shit, tot. So ist das manchmal bei mir. Einfach nur chaotisch. So, hier waren wir jetzt drin, ne? Ja. Okay. Dann können wir jetzt einfach mal weiter. Hoffe ich. Mal gucken. Ich habe jetzt auch keine Ahnung mehr, wo ich war. Ich weiß nur, ich bin irgendwo am Militärlager da hinten vorbeigestratzt. Das finden wir schon. Wir werden schon wieder einem oder anderen Bären über den Weg laufen. Kein Problem. So, da hinten ist ein Fuchs, den brauche ich nicht. Vielleicht sollte ich einfach irgendwann auch ein bisschen mehr so Magiesachen skillen. Einfach, damit ich mehr Magiepunkte habe dafür. Und irgendeine Waffe sollte ich mal mit Seelenfeuer, Seelenfalle ausstatten. Sobald ich dann halt auch erfahren habe, wie das geht. Wie gesagt, immer schön fleißig Kommentare schreiben. Ich bin ja für sowas immer sehr, sehr dankbar. Da ist der Bär. So. Und bam. Und, na, machst du wohl. Genau. So. Jetzt haben wir ja noch irgendwo Tränke. Werde ich mal eben hier verwenden. Kleine Heilung. Und nochmal. So, ich weiß, für einen Bären ist das schon irgendwie so egal. Aber was soll's. So. Jetzt gucken wir mal kurz. Ne, hier ist das nicht. Das ist, wo ist denn das? Ist das bei Zutaten? Nein. Wo werden denn die Seelensteine aufbewahrt? Hier. Okay, wir haben noch ein paar Seelensteine hier. Wir haben noch einen kleinen Seelenstein, einen großen Seelenstein, gewöhnlichen Seelenstein. Also ein paar Seelen können wir noch fangen. Das ist eigentlich ganz gut. Und das sollte ich wahrscheinlich auch einfach mal so ein bisschen so nebenbei machen. Und den Bären sollte ich looten. Ich will ja seinen Pelz haben. Ne? So. Ein paar brauche ich noch. 6 Stück. Ob ich die hier zusammenkriege, das ist natürlich auch so eine Frage. In diesem Moment hätte ich gerne so ein so ein Radar quasi, wie in World of Warcraft die Jäger es haben. Die haben dann nämlich auf ihrer Minimap dann so eine kleine Anzeige, wo irgendwelche Wildtiere sind. Und dann kann man da mit der Maus rüber gehen und sieht man, aha, Bär. Und hier ist wieder so ein Drachengrab. Oder sowas in der Art. Aber ist gerade kein Drache vorhanden. Das wäre es ja jetzt auch noch. Und die Drachen hier auf diesen Schwierigkeitsgrad, die sind ja sowieso furchtbar. Das haben wir schon in der einen Dingens bei der Quest da gemerkt. Und da hinten haben wir wieder ein Banditenlager. Wollen wir da auch mal kurz vorbeischauen? Also, das könnten wir eigentlich machen, ne? Wo ist das überhaupt ein Banditenlager? Es sieht man eigentlich danach aus. Es ist so eine Art Ruine. Können wir mal vorbeischauen. Aber wir sollten vorab speichern. Einfach mal sicherheitshalber. Dum, 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 dum. Macht er es jetzt? Nein, jetzt macht er es. Okay. So.
Auf da rein! Ihr werdet alle sterben! Alter, du sollst nicht falsch schießen, du sollst einfach nur Bogen zücken. So. Kurz hier so ein bisschen schleichen. Ich höre, wie irgendwer flüstert. Aber ich sehe noch niemanden. Ich sehe noch niemanden. Ich sehe immer noch niemanden. Ich weiß, ich habe diese Dingens hier schon mal attackiert. Alter. Du solltest ihn treffen. Er hat es nicht getroffen. Egal. So, gehen wir halt ein Stückchen weiter hier. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Na, wo denn? Ich sehe dich nicht. Ich bin versteckt. Von wegen, er hat mich entdeckt. Also er hat halt gerade gesagt, ich wusste doch, dass ich etwas gehört habe. Wahrscheinlich mal die Lydia, die hier so rumtrampelt. Wie eine Gazelle. So, komm, stehen wir mal wieder auf hier. Nehmen den Haupteingang. So. Obwohl, der ist ja auch schon wieder verschlossen. Oh. Gut, suchen wir uns einen anderen Weg hinein. Ich bin da ja nicht so, ich bin da ja flexibel. Was haben wir denn da hinten? Ich lass mich auch so schnell ablenken. Freund oder Feind? Seid Sturmmäntel, ne? Hallo? Seid ihr hier, um zu helfen? Endlich ist Verstärkung eingetroffen. Ich hatte aber mit mehr gerechnet. Hoffentlich seid ihr gut. Natürlich bin ich gut. Warum sollte ich euch helfen? Ich bin der Beste. Gut. In der Festung wimmelt es von Banditen. Wir haben bei dem Versuch, sie zu erobern, ein paar fähige Männer verloren. Mhm. Gut möglich, dass Bruerit dahinter steckt. Zwischen uns herrscht seit dem Tod des Königs böses Blut. Aber in mein Heim einzudringen und meine Familie zu entführen... Ja, das geht nicht. Das hört sich nach weitaus mehr an als nur bösem Blut. Für einen Söldner stellt ihr aber viele Fragen. Geht einfach da rein und öffnet das Tor. Sobald das erledigt ist, werden wir euch unterstützen. Das ist ja nett. Okay, ich mache es. Ich würde euch gerne mehr Hilfe anbieten, aber unser letzter Angriff missglückte. Jetzt sind nur noch wir übrig. Viel Glück. Ja, danke. So. Komm, okay. Schon. Huch. Ihr seid so gut wie tot. Okay. Nee, jetzt habe ich ihn nicht getroffen, das gibt's doch nicht. So, suchen wir uns halt hier mal den Hintereingang. Ist jetzt nur doof, dass es auch dunkel ist und man hier kaum was sieht. Aber kriegt er schon irgendwie hin. Irgendwie wird das schon. Vielleicht irgendwo über die Steine rüber. Ich glaube, so habe ich das damals auch gemacht. Ich weiß zwar nicht, ob das der offizielle Weg ist, aber es ist auch eine Maßnahme. So. Sind wir oben auf der Burg drauf. Jetzt können wir sie stürmen. Yeah. Hallöchen. Zack. Bam, Junge. Und hier so. Bam, Junge. In your face. So gut. Stirb einfach. Danke. So, was hast du denn dabei? Ein bisschen Gold. Das ist schön. Was hast du dabei? Ein bisschen Gold. Och, das ist ja nett. Und Pfeile. Oh, Pfeile. Pfeile, 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 Pfeile. Ein bisschen Gold. Oh, das ist gut. Okay. Irgendwo hier ist doch noch ein Feind. Zumindest war er gerade auf dem Radar. Oder ist er inzwischen auch schon wieder tot? Ja, wo denn? Ich sehe nicht.